Hallo und ein recht herzliches Willkommen auf meinem Kanal. Hier ist mal wieder euer Maximus Buser zu einer weiteren Folge Euro Truck Simulator 2 und wir sind auf der Map Heilbronn 1:1 von Klausi. Ja, und ja, ihr habt es ja geschrieben, bitte, bitte zeigt noch ein bisschen mehr von dieser Karte und ich dachte mir, okay, setze dich nochmal ran und machst du nochmal ein paar Folgen. Und eine Frage ist an denjenigen, der diese Map gemacht hat. Dieses Logo, Heilbronn, kann man das irgendwo finden? Und wenn ja, denn wo und ob man dieses Logo denn auch irgendwie bekommt, um das hier halt irgendwie ja, in die Thumbnail reinzumachen? Wenn ja, dann kannst du mich ja gerne mal auf Discord anschreiben oder hier auf YouTube, dass ich da irgendwo einen Link habe, um das mal runterzuladen, weil das werde auf jeden Fall richtig cool aussehen. So, ja, wir haben heute 11 Kilometer, die wir jetzt fahren. Und diese Karte wird natürlich nach und nach immer weiter ausgebaut, also ihr braucht jetzt nicht fragen, ob die in die Stadt jetzt hier noch dazukommt. Es wird, so wie er halt Zeit macht, was Neues kommen. Und ich bin auch auf ja, meiner Standardkarte wieder unterwegs, nicht ein neues Profil. Wurde mir gesagt, ey, du kannst auch das normale nehmen. Ich hatte nur, wo ich das ausprobiert habe, separat so meine kleinen Probleme mit der Standardkarte. Ihr wisst ja, dass immer mal wieder ein paar Abstürze sind. Das schreiben ja so viele. So, dann würde ich einfach mal sagen, wir fahren mal los. Und dann würde ich sagen, Attacke Hü Amerika. 11 Kilometer. Schön gemütliche Fahren. Und ich soll es ja als Alternative zu Pro-Mods jetzt erstmal nehmen. So. Dann fahren wir mal hier schön gemütlich raus. Ja, schön. Okay. So, natürlich ist schön, wenn hier überall LKW stehen. Ich habe hier so meine... Wo sind denn eigentlich die Autos hier? Bisschen wenig Verkehr, vielleicht Sonntag, ne? Alle sitzen so irgendwo und trinken Kaffee wahrscheinlich. Und ich fahre hier ganz alleine. Egal, falls ihr da was wisst. Ich habe hier von Jazzy Cat alle Mods drin. Und vielleicht liegt es daran. Deswegen... Genießen wir es trotzdem erstmal, hier gemütlich lang zu cruisen, nicht so schnell, ganz gediegen fahren wir durch diese Gegend. Und ich hätte nicht gedacht, dass so viele schreiben, ich soll das unbedingt mal weitermachen, dieses Projekt. Vielleicht habe ich ja auch den Sonntag einen Livestream gemacht, falls der Multiplayer noch nicht geht. Also wir haben jetzt den 23. Sonntag, wo ich dieses Video aufnehme. Und bis dato... ist es noch nicht so weit, dass der Multiplayer funktioniert. Ich habe mal geguckt. Da vorne fahren ja die Autos. Ach, jetzt geht's richtig los hier. Uiuiuiui. Ich habe ja auch einen More Traffic Mod drin. Kann natürlich immer dazu führen, dass das Spiel da so seine leichten Probleme kriegt, ja. Liegt ja nicht an der Map, es liegt dann halt eher an anderen Sachen. So, hier natürlich wieder Kreisverkehr und ein Kunstwerk hier drin. Und einige haben mir gesagt, Mann, das sieht ja wirklich schon... richtig genau aus und er macht das ganz alleine, ne? Muss man natürlich auch sagen. Das ist denn schon eine ganze Menge Arbeit, wenn man das so nebenbei macht. Lob und Anerkennung. So, gut, dann fahren wir mal. Schön mit unserem Volvo. Ah, schön. Wir dürfen ja auch nur 60 fahren, dann fahren wir auch nur 60. Wir haben jetzt noch, was? 10 Kilometer, 16 Minuten. Ah, ein bisschen schneller noch. Ja, das wirkt jetzt auf jeden Fall ein bisschen lebhafter hier, ne? Gut, im Original fahren jetzt die LKWs keine 60 hier. Die würden wahrscheinlich 70, 75 fahren, ne? Weil Zeitverzug und Abfahrtsplan. Aber wir wollen
ein bisschen die StVO einhalten, ne? Es gibt ja welche, die haben ja schon etliche tausend Kilometer hier absolviert, so wie ich das gehört habe. Die fahren nach ständig. Und weil sie auf diese Fragen gekommen sind, hey Maximus, wird irgendwann mal der Euro Truck Simulator in der 1:1 Fassung geben? Nein, das ist nicht geplant und würde wahrscheinlich den Rahmen auch sprengen. Man hat das ja beim ATS gesehen, dann gab es ja die ersten, naja, Kommentare, gerade aus der amerikanischen Community, dass dieses Gefühl der Entfernung irgendwie nicht so richtig gegeben ist, und der will mich hier überholen, der einmal hier hinter mir. Und man muss es ja irgendwo auch füllen, ne? Und man muss auch, wie gesagt, irgendwie eine Alternative finden für alle. Und nicht jeder hat Zeit, eine Fracht 200 Kilometer oder 300 Kilometer zu fahren, und dann schafft man es nicht von A nach B, andere Städte zu bereisen. Klar könnte man dadurch die Städte ein bisschen größer machen, aber naja, das wird nicht passieren. Ah, Polizei ist da hinten, dann fahre ich mal lieber doch meine 60 hier. Nicht, dass es so einen Ärger gibt. So, wir haben noch 7 Kilometer auf der Uhr. Ist mal ganz interessant, mit so einem Volvo hier lang zu cruisen, ne? Minuten noch. Oh ja. Wir kommen hinten an diesen anderen LKW nicht ran. Sieht schön hier, unterschiedliche Lackierungen, Fahrzeuge. Muss aber irgendwas auf der Autobahn sein. Man sieht ganz viele LKWs hier, ne? Also jetzt erstmal Überlandfahrt, und das nächste Mal werden wir mal hier schön auf der Autobahn unterwegs sein. Ach, das ist schön am Mercedes hier. Hoffe, dass solche LKWs auch irgendwann mal ins Spiel reinkommen. So, dann fahren wir mal schön runter. Aber wie gesagt, es war wirklich sehr, sehr interessant zu sehen, dass ihr das sehen möchtet. Und ich habe das nur zufällig, ist mir das aufgefallen. Na klar, ich gucke immer mal wieder rein in die Mod-Seiten, dass da halt der ein oder andere Mod neu hinzugefügt wurde, und gerade so bei Kartenmods überlege ich dann schon, ach, mal ausprobieren. Und dann hat noch Mr. German Trucker, Grüße gehen raus, das vorgestellt. Dachte ich mir, okay, guck's dir das mal kurz an. Und da meinte er nur, das wäre mal was für mich. Ich hätte ja Zeit. Klar. Ich gehe ja nur 40 Stunden arbeiten die Woche, ne? Nicht 14, sondern 40. 4-0. Da ist nicht mehr viel mit Zeit, aber dachte mir, okay, probierst das mal aus, weil dann auch ein paar Leute rübergekommen sind und haben gesagt, hey Maximus, willst du nicht jetzt mal spielen? Und dachte mir, okay, probierst es aus, und anscheinend wollt ihr das sehen. So, wir sind in Kirchhausen. Alle Leute, die aus Kirchhausen sind, grüßt euch. Cool wäre es ja, wenn sowas hier von Cottbus geben würde, ne? Ja. Aha. Heilbronn geht's da lang. Okay. Das ist ja auf jeden Fall cool gemacht. Ja, ein bisschen vorsichtiger fahren. Oh, das ist schön. Oh, du kannst warten. Ah, das sieht schon ganz gut aus, ja.
Gerade wenn hier die ganzen Fahrzeuge stehen, hier ein Bus auch noch steht. Das ist auf jeden Fall richtig cool gemacht. So, wo geht's denn lang? Ja, das würden wir uns auf jeden Fall beim Eurotrack-Simulator auch wünschen, dass wir so ein paar Städtchen haben, die wir durchqueren können. Durch so eine Innenstadt fahren, ne? Irgendwie habe ich immer so ein Kratzen noch im Hals hier. Ah, hier ist noch... Ja. Oh. Oh. Ah, jetzt werde ich aufgepasst, ne? Ja, fahr mal ein Stück zurück, mein Freund. Naja. Dann die Bäume. So. Gehen wir mal lieber rein, ne? Die Kamera mal hin und her wackeln. Ah, ist schon schön. Also ich will euch ja auch ein bisschen von außen was zeigen. Für alle, die dann noch auf der Promods unterwegs sein möchten oder irgendwann, die sind in der Beta-Phase. Sie testen die 2.31. Das dauert natürlich alles noch. Warte mal, jetzt müssen wir ein bisschen aufpassen. Hier ist noch ein Fahrzeug. Ah. Ah, hier gibt es auch noch einen Unfall hier. Da kann man so richtig schön Nahverkehr machen oder mit so einem 7,5-Tonner. Eventuell. Man merkt dann schon, ich fahre jetzt ein bisschen, naja, sehr, sehr langsam. Ja. Aber vielleicht macht ihr hier noch so eine Assets rein. Würde mich auf jeden Fall freuen. Oder ihr könnt ja nochmal reinschreiben, was hier... Ja, hier ein paar Fahrradfahrer, wenn sowas gehen würde. Oder ein paar Trecker, die hier so am Wegesrand dort hinten da stehen. Boah, da geht's doch mal bergauf hier. Was habe ich eigentlich drinne? 540 PS. Ich wollte jetzt nicht so einen großen Motor nehmen. Wir wollen ja nicht immer die 750 PS Motoren oder... wie auch immer nehmen. Ah, hier ist so ein schöner Radweg hier an der Seite. Das ist natürlich nicht für mich hier Fahrradfahren, ne? Ich weiß gar nicht, wer das letzte Mal Fahrradfahren hier war. Meine Güte, ich bin als kleiner People wirklich sehr, sehr oft Fahrrad gefahren, aber jetzt die letzten 5 Jahre wahrscheinlich gar nicht mehr. Ja, komme ja nicht dazu, ja. Wenn, dann setze ich mich ins Auto und fahre dann irgendwo hin. Mit Fahrrad auf Arbeit fahren, das wäre ein bisschen ungünstig. Auf der Autobahn. Und sowas finde ich zum Beispiel auch toll, wenn Straßen abgesperrt sind und nicht immer diese komischen Kreuze sind, ja. Dass man sich da irgendwas einfallen lässt, so wie... ja, wie jetzt hier diese Barken. So, was ist denn jetzt los hier? Ach, der LKW schafft das nicht, oder was? Ah, hat schon seinen eigenen Charme hier, ne? Komm, Baby, zieh! Ah, mal schauen, was wir hier noch an schöne Mods hier reinbauen, ne? Aber selbst ich habe jetzt ein Problem mit den... Wie viel PS? Ach, wie viele Tonnen habe ich denn? Leere Paletten, 22 Tonnen habe ich hier drin. Und noch 2 Kilometer sind wir da. Also mehr als 2 Kilometer oder 10 Kilometer sollten wir hier wahrscheinlich keine Strecke nehmen. Da würden wir wahrscheinlich wieder den Rahmen sprengen an... Na, wie soll ich sagen? Naja, ihr wisst schon. An der Länge der Videos.
So, hier sind jetzt ein paar andere Bäume, die man so aus dem aus Frankreich so kennt, ne? Würde ich jetzt was meinen. Merkt man ja auch, dass die Bäume verändert wurden, das Grün bei der Überarbeitung von Deutschland. Jo. So. Fürfeld. Da müssen wir hin. Meine Güte, was ist denn los? Habe irgendwie so ein Kratzen im Hals, muss es die ganze Zeit unterdrücken. Weiß ich, warum jetzt auf einmal. Vielleicht sollte ich dann erstmal was trinken. Natürlich ein Wasser. Kein Glühwein, kein nichts, ne? Einfach nur Wasser. Fahren ganz schön viele LKWs rum hier. Und ihr habt die Edeltraut vergessen. Ich habe den SESL-Mod erstmal nicht drin. Weiß nicht, ob der daran schuld war, dass manchmal abgestürzt ist. Ich bin immer noch am Testen. Aber glaube nicht, weil beim letzten Mal das Video, was ihr am Montag gesehen habt, mit dem Schwerlasttransporter, war ja auch kein SESL-Mod drin. Ups. Nein! Hört auf! Nee, nee! Ja, mir alles klar. Da ist jetzt irgendwo ein Mod dran schuld gewesen, dass es jetzt abgestürzt ist. Es liegt nicht an der Karte, weil auf der ohne Mods ging es alles ohne Probleme. Trotzdem werden wir da nochmal bestimmt ein Video sehen. Ich sage, haut rein, bis zum nächsten Mal. Bye, bye.